Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute ein Video mit einer Next Level Resin Challenge. Die beiden Bilder habe ich in anderen Videos gemacht. Ihr habt die vielleicht auch schon gesehen. Ich hoffe, die sind schon online. Und jetzt ist die Aufgabe, hier eine Schicht Resin drauf zu machen. Habe ich mich dazu entschlossen, weil ich finde die ziemlich cool geworden. Und ich möchte gerne, dass bei diesem hier die Farben kräftiger werden. Also gerade das Dunkel, dass die Farben jetzt so richtig schön knallig werden. Und bei dem hier ist durch das Silikon in den Farben einiges an Textur innerhalb der Zellen passiert. So, das wollte ich gerne ein bisschen ausebnen, damit das ein bisschen freundlicher wieder aussieht. Und hier soll jetzt eine Schicht Resin drüber. Jetzt gibt es hier verschiedene Herangehensweisen. Man könnte sich jetzt mit Klebeband bewaffnen und sagen, ich klebe das so lange ab, dass da kein Resin mehr durchkommt. Ne? Klebeband, Wahl 1. Allerdings problematisch, weil ihr ja hier die Schicht mit Sand habt, ne? Die Bordüre. Das heißt, wenn ihr jetzt hier euer Klebeband dran macht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass euch trotzdem noch irgendwo was an den Seiten entweder langläuft, ne? Dass es nicht hundertprozentig abschließt, weil ihr das einfach nicht durch die unebene Fläche mit dem Sand wirklich sauber abschließen könnt. Oder worst case, euer Resin läuft euch irgendwo über den Sand drüber und dann habt ihr so eine Stelle, die kriegt ihr nie wieder weg. Und es sieht halt dann ja plastisch aus. Ne? Also halt nicht mehr der Look, den es vorher war, das wollen wir ja auch nicht. So, deswegen ist mein, also Eindämmung wäre die erste Möglichkeit. Ich nehme die zweite Möglichkeit, einfach aussitzen. Einfach mal abwarten. So, um das zu tun, habe ich mein Resin auch schon angemischt. Das ist dieses hier, um euch nicht restlos zu verwirren. Nein, das ist klares Resin. Aber in dem Becher war vorher schon mal lila Resin drin, was dann einfach als Rest ausgehärtet ist. Und warum den Becher nicht einfach nochmal benutzen, wenn sonst alles damit in Ordnung ist. So, also klares Resin ist drin, ganz frisch angemischt. Hat auch noch Bläschen drin, wie ihr vielleicht seht. Und wir warten jetzt einfach mal ab. Ungefähr eine Stunde lasse ich es jetzt stehen. Ab einer halben Stunde gucke ich immer mal danach und fasse ran, wie warm das Ganze wird. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Bläschen bis dahin eigentlich fast restlos von alleine rausgehen. Je nachdem, wie warm oder kalt es bei euch im Zimmer ist und wie warm oder kalt euer Resin auch ist. Und hat den Vorteil, dass es dann schon Richtung Ende der Verarbeitungszeit geht und ein bisschen zähflüssiger wird. Das heißt, wir können das Ganze dann auf unsere Bilder draufgeben und es fließt nicht mehr so sehr, als wenn es noch ganz frisch angemischt ist. Und auch wenn es noch ein bisschen fließt, fließt es nicht mehr so lange, da die Verarbeitungszeit ja trotzdem voranschreitet. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass wir eine ordentliche Schicht draufkriegen, nicht zu viel runterläuft und das Ganze trotzdem ganz gut handelbar ist. So viel bis jetzt hierher erzählt und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Resin etwas gewartet hat. So, der Moment der Wahrheit. Das Resin ist jetzt schon etwas wärmer geworden. Ich denke mal so um die 40 Grad wird es sein. Also deutlich wärmer als meine Handtemperatur. Und mein Mikrofon ist ausgestiegen, deswegen muss es jetzt für den Part mit dem Kameraton reichen. Viel zu erzählen gibt es an sich nicht. Also ich gebe das Resin jetzt erstmal hier drauf und ihr seht auch direkt, dass die Farben dann schon wieder viel kräftiger werden. Ich hoffe zumindest. In der Vorschau sieht es zumindest so aus. Und gebe erstmal drauf. Das heißt, das Resin wird jetzt hier, auch wenn es im Becher schon wärmer wird, erstmal wieder kühler werden. Was gut ist, weil dann läuft es wieder weniger. Und ich verteile das mehr oder weniger erstmal hier drauf. Und dann verteile ich das Ganze über die gesamte Leinwand. Ungefähr so gleich viel auf beide. So, Vorsicht, wenn ihr Bilder versiegeln wollt, also jetzt direkt eine Schicht drauf machen wollt, dann vielleicht aus dem Becher nicht unbedingt am Rand langkratzen, denn falls ihr dort noch Resin habt, was sich nicht komplett verbunden hat, dann würdet ihr die beiden Komponenten dann unverbunden mit auf euer Bild geben und das kann euch dann am Ende schlieren oder Fehler machen. Das heißt, es trocknet dann erstmal oder härtet erstmal normal aus und dann nach nicht allzu lange Zeit, ein paar Wochen, vielleicht Monate, vielleicht auch schon direkt, bilden sich dann
ja, so mehr oder weniger matte Stellen auf eurem Bild und die bekommt ihr nicht weg. Das passiert immer dann, ja, wenn sich Komponenten nicht richtig verbunden haben und dann entsprechend die nicht verbundenen Komponenten oben drauf liegen. Weniger dramatisch, wenn ihr die Pigmente mit Pigmenten einfärbt oder ähnliches. Da passiert das weniger. Aber gerade wenn es eine durchsichtige, glatte Schicht sein soll, dann, naja, macht das lieber nicht. Außer ihr seid sicher, ihr habt das hundertprozentig richtig gut krass vermischt. Aber ich persönlich riskiere es dann selten. So, und sonst prinzipiell verteilt man das Resin dann so, wie es sein soll, auf eurem Bild. Versucht dabei nicht über den Rand zu malen. Und dann bleibt das Ganze entsprechend erstmal so und soll dann in Ruhe aushärten. Ich gehe dann auch mit dem Stäbchen noch ganz leicht über den Rand drüber, dass auch die Seiten ein bisschen Resin abbekommen und dann ja dazugehörig aussehen. Und je nachdem, wie lange ihr gewartet habt, also wie gut euer Timing jetzt war, läuft euch noch viel oder wenig an den Seiten runter. Aber auf jeden Fall besser, als wenn ihr das direkt nach dem Anrühren draufgeschüttet hättet, weil dann läuft euch natürlich noch relativ viel runter. Und hier merke ich jetzt schon, dass das Resin fester wird, also ein bisschen wie Gummi. Also habe ich mein Timing ziemlich gut erwischt, würde ich denken. Tada! So, ich muss sagen, ich bin fast schon ein bisschen stolz auf mich. Nicht, dass ich das vom Timing richtig gut raus hatte. Also tatsächlich hatte ich noch 10 Minuten Zeit, nachdem ich angefangen hatte mit dem letzten Teil von dem Video, bis wirklich alles schon doch recht gut ausgehärtet war. Also es ist kaum noch was runtergetropft. Habe ziemlich coole Kanten bekommen. Und die Ergebnisse sind halt, muss ich schon sagen, richtig, richtig cool. Gerade jetzt, wenn man drüber geht, sieht man auch den Effekt, was ich eigentlich in dem Originalvideo zeigen wollte, ne? Also wo ich die ursprünglichen Bilder gemacht habe, wenn die Goldpigmente mit so drüber liegen, dann diesen Schimmereffekt, der wirklich nur cool auftritt, wenn das Licht drüber geht. So, aber das seht ihr ja, wenn ihr das Video noch anschaut, wo ich die beiden ursprünglichen Pos gemacht habe. Insgesamt finde ich sagen, ziemlich cool gelaufen. Also wir haben keine Bläschen drin, wir haben keine Dellen drin, es sind keine Lücken drin, wo das Silikon gewesen ist. Und auch gerade bei diesem Bild hier, ich gehe mal mit dem Licht so ein bisschen drüber, vielleicht seht ihr es, richtig schön glatt geworden alles. Wir haben keine Textur mehr drin, was wir vorher hatten von dem Pour selber. Und es gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. So, das ist meine Herangehensweise, wenn man wirklich einen schwierigeren Pour hat, wo man eine Resin-Schicht drüber machen möchte. Also einfach das Resin ein bisschen stehen lassen, bis es ein bisschen wärmer als die Körpertemperatur ist. Dann aufbringen, dann hat man noch ein bisschen Verarbeitungszeit, um das wirklich schön überall ranzulegen. Ne? Also gerade an solche Ränder hier oder über die Ränder zu bringen. Und ja, hat nicht mehr das Risiko, dass es wirklich noch lange laufen kann, als wenn man das Resin frisch angemischt drauf macht. So, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Fragen beantwortet im besten Falle auch. Wenn noch Fragen offen sein sollten, schreibt sie wie immer in die Kommentare unten rein.
Ansonsten auch Lob und Anerkennung. Gebt uns einen Daumen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Das freut uns natürlich noch umso mehr. Und ja, ganz viel Spaß bei euren Projekten. Viel Spaß beim Kreieren. Bis bald.